Herzlich willkommen zu einem weiteren unserer fast schon berüchtigten Skype-Interviews. Das Krone TV-Studio ist nach wie vor weitgehend gesperrt. Der Interviewpartner, den ich heute begrüßen darf, der weiß allerdings, wie das Krone TV-Studio von innen aussieht. Ich hoffe, er erträgt jetzt auch, dass das Krone TV-Studio jetzt gerade ein bisschen weniger feudal aussieht, nämlich de facto eine Webcam ist. Ich freue mich jedenfalls sehr, dass er Zeit gefunden hat, um über die Zukunft in der österreichischen Bundesliga zu plaudern. Herzlich willkommen, Bundesliga-Vorstand Christian Ebenbauer. Servus. Hallo, vielen Dank für die Einladung und ich hoffe auch, dass ich das Krone-Studio bald wieder von Ihnen sehen kann. Ja, das hoffen wir alle sehr. Aber es ist bis auf Weiteres für dich erträglich, dass wir so kommunizieren, ja? Ja, besser als gar nicht, würde ich sagen. Ja, würde ich auch so sehen. Ich erlaube mir gleich zu Beginn unseres Gesprächs, dir liebe Grüße vom Sportchef der Kronenzeitung Peter Frauneder zu bestellen. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, er hat gestern auch in einer Skype-Konferenz gemeint, in dieser Saison wird es zumindest in Österreich keine Fußballspiele mehr geben. Er rechnet also ganz offensichtlich mit einem Abbruch der Bundesliga-Saison. Wie sehr beeindruckt dich diese These? Beeindrucken. Man muss mit allen Möglichkeiten rechnen. Also es ist durchwegs eine Variante, die unter den derzeitigen Gegebenheiten möglich scheint. Aber wir müssen, glaube ich, alles dafür tun, dass es vielleicht nicht so ist. Aber die Entscheidung darüber trifft ja weder die Bundesliga noch die Clubs noch andere Sportverbände, sondern jedenfalls jetzt die Regierung in Zusammenarbeit mit den Gesundheitsexperten. Jetzt weiß ich eh, alles, was wir jetzt anstellen, ist wahrscheinlich tatsächlich nicht viel mehr als Kaffeesudleserei, auch wenn Journalisten das nicht immer wahrhaben wollen. Trotzdem mag ich logischerweise ein bisschen gemeinsam in die Zukunft blicken mit dir und dich konkret nach dem weiteren Prozedere innerhalb der Bundesliga fragen. Ich nehme an, man muss jetzt, wie du es eh richtig sagst, einmal abwarten, wie es nach Ostern mit den Ausgangssperren weitergeht. Und dann, wenn also die offizielle Information der Regierung erfolgt ist, passiert innerhalb der Bundesliga-Gremien was? Ja, im Prinzip, wir können uns nicht einmal so lange Zeit lassen, nach Ostern zu warten. Also die Arbeiten laufen voll. Also wir sind derzeit im Prinzip 24/7 am Arbeiten, weil wir natürlich auch sämtliche Vorbereitungsmaßnahmen treffen müssen und sei es jetzt in allen Szenarien. Wir können uns nicht darauf verlassen, dass wir sagen können, wir können zu Zeitpunkt X oder Y wieder spielen. Wir müssen daran denken, eben was ist, wenn wir nicht mehr spielen können. Wir müssen mit unseren Partnern reden. Wir müssen schauen, dass die Clubs über die Runden kommen, vor allem im Lizenzierungsverfahren, was wir mit dem Lizenzierungsverfahren machen. Wir müssen natürlich auch versuchen, die Clubs zu unterstützen, was es sonst für Möglichkeiten gibt hinsichtlich finanzieller Möglichkeiten, weil natürlich der Liquiditätsengpass, falls nicht mehr gespielt werden könnte, ein großes Thema ist. Den nehme ich gerne auf, diese Steilvorlage. Wie dramatisch ist tatsächlich die wirtschaftliche Lage? Kann man schon ungefähr abschätzen, wie groß der Schaden sein wird? Na, der Stresstest läuft bei uns noch, ist ja auch der Vorteil, dass wir derzeit am 4.3. sind ja die Lizenzunterlagen abgegeben worden. Die sind natürlich schon in Prüfung seit damals. In weiterer Folge ist jetzt die Krise dazwischen gekommen. Was in dieser Krise jetzt dann die Auswirkungen sind, da sind wir jetzt gerade am Abarbeiten. Aber das dauert doch ein wenig länger, weil man natürlich auch die Rückmeldungen braucht. Es ist zwar relativ leicht zu sagen, was zum Stand jetzt fehlt, wenn man die normalen Budgets hernimmt und was dann noch kommen sollte. Allerdings gibt es ja dann noch mehrere Möglichkeiten, sei es jetzt die Kurzarbeit, sei es jetzt die Sponsorengespräche, sei es jetzt die Partnergespräche. Und deswegen ist aus unserer Sicht der Zeitpunkt jetzt da, um das intern alles abzuarbeiten, aber nach außen hin und vor allem für unsere Fans ist es wichtig, einfach da zu sein und jede Möglichkeit zu bieten, dass man immer unterhält, wie beispielsweise über das Bundesliga-Teamwork. Apropos Sponsoren, das ist ja logischerweise ein ganz heißes Thema. Was passiert denn aktuell, jetzt gerade in diesen Stunden mit den laufenden Sponsorenverträgen hinsichtlich der Bundesliga und auch mit den TV-Partnern? Laufen die Zahlungen ganz normal weiter, obwohl es bis auf Weiteres es keine Gegenleistungen gibt? Das ist jetzt genau Gegenstand der Gespräche. Die führen wir jetzt gerade und das wird sich in den nächsten Wochen jetzt weisen. Vor allem muss man ja dann schauen, eben wann, ob und wie wieder gespielt werden kann, weil das sind ja mehrere Fragezeichen dahinter, weil es ist ja nicht einfach nur so, dass in erster Linie die Frage gestellt wird, ob gespielt werden kann, sondern dann in weiterer Folge eben die Frage, wann und die dritte, für mich sehr wesentliche Frage, wie, mit Zusehern oder ohne Zuseher. Und auch diesbezüglich gibt es schon diverse Prognosen, unter anderem von dem deutschen Virologen Christian Droster, wenn ich ihn richtig abgespeichert habe, die du natürlich auch vernommen hast.
Der hat sich angemaßt zu behaupten, dass es bis auf Weiteres einmal überhaupt keine vollen Stadien geben werde, weil das Zitat alles überflüssig sei unter den aktuellen Bedingungen. Sehr erbaulich ist das ja nicht, oder? Freundest du dich trotzdem mit diesem Szenario an? Ja, ich glaube, wir müssen uns mit jedem Szenario anfreunden, aber oder anfreunden. Wir müssen auf jedenfalls jedes Szenario mitdenken. Ich hoffe, dass der Herr Unrecht behält und ich hoffe, dass eben die Maßnahmen der Regierung wirklich greifen und dass die Krise bestmöglich überwunden werden kann und dass sich die Lage schnellstmöglich ändert. Und es gibt ja immer auch noch Hoffnung in die andere Richtung, nämlich nicht nur, dass das Virus sich weiter verbreitet, sondern dass vielleicht auch irgendwann ein Impfstoff gefunden wird oder ein Medikament dagegen. Und ich glaube, derzeit ist eben, wie gesagt, sehr viel Kaffeesudlesen dabei. Wir können nur hoffen auf der einen Seite und alles dafür tun, dass es besser wird und intern jeder Wirtschaftsbereich für sich natürlich alle Maßnahmen ergreifen, um dann zukunftsfit zu sein. Was stimmt dich denn zuversichtlich, dass die Bundesliga-Saison noch zu einem gepflegten Ende gebracht werden kann? Ja, zuversichtlich. Ich warte jetzt natürlich in erster Linie gespannt auf die Daten von der Bundesregierung, die für Freitag angekündigt sind, dass man die ersten Daten wiederhält und hoffe, dass die Maßnahmen jetzt schon gegriffen haben. Aber wahrscheinlich ist es noch etwas zu früh und man muss noch etwas Zeit geben. Und in weiterer Folge eben, dass die Leute sich weiterhin das Vertrauen der Regierung schenken und sich an die Maßnahmen halten, die quasi vorgegeben werden, damit wir schnellstmöglich wieder in einen normaleren Alltag kommen, dass es ein anderer Alltag sein wird als der zuvor, ist, glaube ich, allen bewusst. Aber dass wir wieder in einen direkten Kontakt treten können und dann in weiterer Folge im besten Fall auch in Fußballstadien. Und dann stellt sich natürlich die Frage der Vorlaufzeit. Jetzt gibt es ja da auch die diversesten Meinungen, sage ich einmal. Also man hat schon gehört, man braucht zumindest 10 Tage Vorlaufzeit. Das dürfte sowieso das unabdingbarste aller Szenarien sein. Und dann gibt es allerdings auch Stimmen, die sagen, also unter einem Monat Vorbereitungszeit für die Clubs und für die Spieler braucht man gar nicht reden. Was ist realistisch? Und wenn man wirklich von diesem einen Monat Vorbereitungszeit ausgeht, wie sollte dann überhaupt noch eine Bundesliga-Saison ausgehen? Ja, dann sind dann die sportlich Verantwortlichen natürlich am Zug, aber auch in Zusammenarbeit mit den Chefs, die quasi entscheiden müssen. Und das müssen die Clubs dann irgendwann entscheiden, wie lange benötigen wir, wie lange benötigen die Spieler wieder, um auf die Betriebstemperatur zu kommen. Man darf nicht vergessen, es ist ja derzeit auch kein Trainingsbetrieb erlaubt und möglich. Also die Spieler sind derzeit in einer Vorbereitungsphase, im Prinzip leider in keiner normalen Urlaubsphase, sondern in einer Phase, wo sie völlig runterfahren, den ganzen Betrieb. Ich glaube, jeder versucht, sich bestmöglich fit zu halten zu Hause. Aber dass man dann wieder auf Betriebstemperatur kommt, das braucht natürlich. Man will ja dann auch nicht nach 2 Wochen sehen, dass alle Spieler verletzt sind. Die Meinungen gehen eben auseinander, Minimum 2 Wochen, ein paar sagen 4 Wochen auf jeden Fall. Ich nehme mal an, ich bin froh, wenn wir in diese Verlegenheit kommen, dass wir nur mehr diese Entscheidung treffen können, wie lange wir Vorbereitungszeit brauchen, damit wir in die Meisterschaft starten können, weil dann haben wir schon viel erreicht. Jetzt ertappe ich mich eh schon wieder dabei, wie ich in das Thema Kaffeesudlesen hineinfalle sozusagen. Aber es gibt halt diverse Wortmeldungen, die auch ein bisschen die Diskussion aufbringen, was passiert mit dem Fußball überhaupt? Nicht nur in Österreich, sondern wie wird Fußball möglicherweise neu gedacht, um es ein bisschen pathetisch zu formulieren. Jetzt hat zum Beispiel FIFA-Präsident Infantino gemeint, es wäre schon eine Option, dass man die Anzahl der Bewerber reduziert. Christian Jauch, der Präsident von Sturm Graz, hat eine Gehaltsobergrenze für Spieler angedacht. Es gibt also viele neue Ideen, wie man, ich bemühe jetzt noch einmal diese Formulierung, den Fußball neu denken kann. Ist es nach deinem Dafürhalten mit Stand jetzt notwendig, dass wir, sofern wir alle halbwegs heil aus der Krise rauskommen, den Fußball an sich überdenken und vielleicht uns ein bisschen von diesem immer höher und schneller weiter Gedanken verabschieden? Ja, ich glaube, das sind gerade so kleinere und mittlere Ligen wie die österreichische Bundesliga schon lang dieser Meinung. Da geht es ja dann um das Thema auch Geldumverteilung und Solidarität und wie kann man Fußball lebt von Gegnern und vom Wettbewerb. Und das ist nicht so wie in einer
allgemeinen, in einem allgemeinen Wirtschaftsunternehmen, wo es darum geht, den größtmöglichen Profit oder was man auch immer produziert zu holen, sondern eben man braucht immer einen Partner, gegen den man spielen kann. Und deswegen ist es interessant, wenn gerade der FIFA-Präsident, der ja auch gerade einen neuen Verb gelauncht hat, dann sagt er, wir brauchen weniger Wettbewerbe. Also da muss man dann schauen, wie es die großen Verbände machen. Wir sind froh, wenn der Wettbewerb insofern ein bisschen klarer wird, dass man sagt, die nationalen Ligen sind einfach das Grundfundament des Fußballs, die sind notwendig, damit man überhaupt nach oben hin, sei es jetzt Champions League, Europa League, weitere Bewerbe machen kann, nicht zu vergessen das Nationalteam. Aber wenn das ein Nebeneffekt ist, dann ist das was Positives, wo man sagen kann, die nationalen Ligen werden gestärkt und dann vielleicht nicht mehr so viel darauf Wert gelegt wird, dass man jeder Club schaut, dass er in die internationalen Bewerbe kommt und dann vielleicht auch noch die Konkurrenzsituation im eigenen Land schwieriger macht, weil dort halt am meisten Geld zu holen ist. Zu den Themen wie Salary Cap, wie beispielsweise der Präsident Jauch angesprochen hat, das sind Themen, mit denen wir uns schon lange befassen. Das sind rechtliche Themen dahinter, wie so etwas möglich ist in Europa überhaupt, unter welchen Voraussetzungen. Da haben wir andere rechtliche Bedingungen als beispielsweise in Amerika, wo der Salary Cap meines Wissens aber auch sehr oft über persönliche Marketingverträge etwas umgangen wird. Aber da wird man sich sicher Gedanken machen, was es für Möglichkeiten gibt, weil es ist davon auszugehen, dass auf jeden Fall weniger Ressourcen da sind und mit diesen Ressourcen muss man dann das Bestmögliche herausholen. Apropos weniger Ressourcen, fürchtest du, dass der eine oder andere Club die Krise nicht, plump gesagt, überleben wird, dass also die Ressourcen dann für womöglich auch den einen oder anderen Profi-Club zu knapp sein werden? Also das, was derzeit, glaube ich, für die ganze Welt gilt, gilt auch für den Fußball, nämlich Zusammenhalt und Solidarität. Und genauso müssen wir jetzt, egal ob es jetzt die ersten zwei Ligen mit ihren 28 Mannschaften sind oder auch die Ligen darunter und wo man auch bis jetzt eine sehr gute Abstimmung mit dem ÖFB hat. Ich kann auch nur hervorheben, beispielsweise mit der Gewerkschaft, die Arbeit, die wir in der letzten Woche geleistet hat, in der Zusammenarbeit, wenn es um das Thema Kurzarbeit gegangen ist und die Gewerkschaft auch an die Spieler herangetreten ist. Bitte Leute, ihr müsst schauen, dass wir da Lösungen finden, weil sonst gibt es dann keine Arbeitgeber mehr. Und ich glaube, das ist das, wonach wir jetzt trachten müssen, dass wir schauen, dass wir aus dieser Krise gemeinsam hervorkommen, dass wir noch Profifußball haben. Dass Clubs Probleme haben werden durch die Corona-Krise ist offensichtlich. Es geht vor allem darum, Liquidität zu sichern. Daran arbeiten wir und dann hoffen wir, dass wir auch nächstes Jahr dann wieder oder wenn eine neue Meisterschaft hoffentlich bald oder erstmöglich beginnen kann oder zeitgerecht, wie es vereinbart ist, dass wir mit 28 Clubs gut starten können. Wie darf man sich denn den Alltag im Bundesliga-Büro selbst vorstellen dieser Tage? Da wird wahrscheinlich auch nicht unbedingt die Hölle los sein, nämlich personell und auch inhaltlich kann ich mir vorstellen. Ein bisschen spreche ich schon aus eigener Erfahrung. Die Hölle ist logischerweise auch bei uns in der Sportredaktion nicht los. Also wir sitzen da wahrscheinlich alle ein bisschen im gleichen Boot. Die Journalisten haben natürlich auch ein bisschen Angst vor der Zukunft. Aber ich will dich jetzt nicht zu meinem privaten Therapeuten umfunktionieren. Ich wollte eigentlich wirklich nur fragen, wie es denn im Bundesliga-Büro so zugeht. Was steht da jetzt gerade für eine Arbeit an? Derzeit ist es so, dass alle Kollegen angehalten sind, zu Hause zu bleiben, außer es ist gar nicht anders möglich. Deswegen wird auch terminlich vereinbart, welche Person wann im Büro sein muss. Beispielsweise, wenn es um Rechnungen oder wenn es um Buchhaltung geht, wo man vor Ort sein muss. Oder sei es jetzt auch, wenn größeren Videokonferenzen vor Ort sein muss. Ansonsten ist der Tagesablauf viel extremer als sonst, weil das Alltagsgeschäft ist sogar jetzt ein bisschen liegen geblieben, darf aber auch nicht passieren, weil die Themen müssen abgearbeitet werden. Aber das Wichtigste ist, man steht Tag und Nacht bereit für alle Clubs, dass man unterstützt, sei es jetzt in rechtlichen Belangen, sei es jetzt in marketingtechnischen Belangen oder sei es jetzt in Spielbetriebsbelangen, weil natürlich alle Clubs Fragen haben und man einfach einen Filter braucht, sei es jetzt über die öffentlichen Stellen oder auch über die anderen Verbände, sei es jetzt UEFA, European Leagues, ÖFB. Deswegen sind wir jetzt noch dabei, bestmöglich uns auf die neue digitale Welt schnell vorzubereiten, was schnell passiert ist und schnell hoffentlich dann wieder in den normalen Arbeitsalltag zu finden. Alle gemeinsam wünschen wir uns, dass wir bald wieder reguläre Fußballspiele sehen und hoffentlich ist das mehr als Zweckoptimismus, dass wir beide jetzt an den Tag legen. Vielleicht das letzte Wort gehört dir, vielleicht kannst du noch was Realistisches und trotzdem Optimistisches
raushauen, sozusagen? Warum werden wir vielleicht in absehbarer Zeit doch wieder Bundesliga-Fußball sehen? Ich glaube eben, wenn wir wirklich die Maßnahmen umsetzen, ich glaube, Österreich hat jetzt wirklich die Nase vorn in dem, was die Regierung in den letzten Wochen beschlossen hat, dass wir einen Schritt weiter sind als viele andere Länder und dann hoffentlich auch schneller wieder vorwärts kommen und mehr Möglichkeiten haben, um quasi auf der einen Seite die Wirtschaft wieder in Gang zu bringen, das soziale Leben der Menschen wieder zu ermöglichen und im besten Fall dann auch wieder Freizeitdienstleistungen anbieten zu können. Und ich glaube, da müssen wir einfach alle das Vertrauen haben und hoffen, dass das schnell wieder funktioniert. So lassen wir das stehen. Ein besseres Schlusswort gibt es wahrscheinlich eh nicht. Danke für deine Zeit. Alles Gute. Nächstes Mal bitte wieder im Krone-TV-Studio. Ja, freue ich mich auch. Ja, bis bald. Dankeschön. Liebe Grüße. Ciao.